Willkommen bei Biomutant, wo ich beim letzten Mal, glaube ich, die Katze gefunden habe. Gucken wir mal eben Roboter hier. Aussehen. Ja, ich kann ihn in einen Miau-Roboter umwandeln, die kleine Grille. Komm, das machen wir mal. So. Das sieht nicht gut aus, okay. Im Dunkeln kannst du dich gut anschleichen. So, aber letztendlich geht es ja darum, dass wir einmal gucken. Alles klar. Gut, dass ich nicht da hinten runtergesprungen bin, ha? So. Nach dem Intro schauen wir, dass wir die fehlenden Sachen hier finden. Wobei, ach, ist der süß. Guck mal, da ist der Kleine. Weil die Grille ja schon fast besser ist, ne? Aber wir nehmen jetzt einmal den Miau-Roboter. Und wenn ich hier gucke, es fehlen noch zweimal überragende Beutel, ein Ressourcentotem. Also wir werden da jetzt nicht ewig Zeit drauf verwenden. Das zu finden ist ja jetzt auch eher Glück als alles andere hier, ne? Das hier ist nämlich das Ende. Bevor wir uns hier tot suchen und das Zeug nicht finden, weil das so verwinkelt und versteckt ist, suchen wir doch lieber nach unserer Aufgabe für den Glibbergleiter. Weil das ist hier vorne direkt. Wie gesagt, bevor ich hier rumrenne und ewig nichts mehr finde, ist doch ein bisschen weit verzweigt das Gelände, muss ich sagen. Riecht nach Seetang. So, jetzt nehmen wir wieder die stärkere Rüstung auf alle Fälle. So, ganz ehrlich. Ich sehe ehrlich gesagt keinen. Hörst du es schnurren? Kein Unterschied zwischen, wenn ich selber laufe oder wenn ich reite. Also.
keiner Treffer. Stufe 24. Die werden aber auch immer stärker, ha? Schön aufgeschnitten. Guck, ich bin gerade mal Stufe 21. So, Stufeaufstieg. Wir steigern weiter Glück, würde ich sagen. Erhöht Hauptsache, unsere Beute schon. Du bist zufrieden damit. Das finde ich nämlich richtig, richtig gut, dieses Chance auf Eine bessere Beute. Eine Abkühlung wäre jetzt gerade wunderbar. Ach, wie süß. Das hier ist Plumsidums, ein süßes kleines Dorf. Mal sehen. Plumsidums, wie geil. Na, mal gucken. Was hast du denn so zum... den guten Stuff also. Okay. Das sieht nett aus. Okay, ich kann nichts modifizieren. Dann gucken wir mal, was da vorne auf mich zukommt. Ach nö, jetzt komm schon. Wie bitte? Ich komme da nicht rein. Die Sonne geht bald auf. Ich fasse es nicht. Jetzt halten die mir quasi das Ding vor die Nase und ich komme nicht rein, oder wie? Erfordert Linientipp. Okay.
geht es so garantiert irgendwo rein hier. Wollen mich echt verschaukeln. Will ich eigentlich hin? Erledige lieber alles, bevor die Dunkelheit wieder anbricht. Ja, erledige alles. Dann sag mir doch mal, wie man da reinkommt. Blitz. Nuklearisiert. Ätzende Viecher. So, ich glaube, den kann ich im Moment nicht machen. Ich habe keinen Plan, wie man da reinkommen soll. Das da oben sieht wie ein Loch aus. Würde mich doch jetzt arg wundern, wenn man hier nicht irgendwo Kennt ihr das? Dieses, ich muss mit dem Kopf durch die Wand, es muss einen Weg hier geben. Manchmal ist es einfach so, dass es nur Nebenquests fehlen. Dass man irgendwie deswegen nicht weiterkommt. Warum auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, man muss da oben hoch. Vielleicht sind es ja auch die anderen Hügel. Komm, dann nehmen wir erstmal den mit. Ist aber echt ziemlich alleine hier. Mal, konnte man nicht von dem Außenposten da irgendwie rüberspringen vielleicht?
Wünschst du dir nicht manchmal, wie ein Vogel fliegen zu können? Das ist zu weit weg. Wenn überhaupt, von dem da oben. Nein, da ist rundherum nichts, wo man da hinkommen würde. Dem war ich schon. Immer auf die Tube drücken. So, okay. Wenn es jetzt hier nicht weitergeht, dann mache ich mir mal Gedanken. Und beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht. Eine ganze Welt des Abenteuers erwartet dich. Alte Hochhäuser, okay. Rollstachel. Okay, da ist noch ein Boot auf dem... Du bist auf einen Kreuzweg gestoßen. Wo da, geht es jetzt weiter? Reittier-Pipfutter. Damit kann ich mir ein neues Reittier besorgen. Jetzt bin ich auf der richtigen Stelle. Eine Geschichte. Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Verkabelt und einsatzbereit. So stilvoll, wie es nur geht. Rockrock. Komplett Gummipolster, wow.
Komm, wenn das abgeschlossen ist, dann muss es hier was Gutes zu holen geben. So einen Strahlenzünder aus der Damalszeit findet man nicht jeden Tag. Das ist ein Apparat, der Lichtstrahlen aussendet. Hoffentlich funktioniert er noch. Die Steuerung muss wohl erst wieder in Ordnung gebracht werden, damit der Mechanismus funktioniert. Exzellent, wie erhellend. Ein Testbild, wie geil. Streifenhemd, Bomberjacke. Es steht viel auf dem Spiel. Spaltpulli. Das ist so eine Art Luftabwehr hier. Gestreifte Hose, legendär, wow. Hörst du all die Nachtgeräusche? Was für eine Kletterorgie hier. Ein legendärer Rucksack. Mal nicht, dass ich einen legendären Rucksack habe, aber... Ausrüstung 100, 100.
So. Ja, damit verliere ich 100%. Alles klar. So, wo ist jetzt das Tierfutter? Das habt ihr noch nicht rausgerückt, ha? Ja, super, hier wäre es auch einfach hochgegangen. Oh. Und da ging es auch einfach hoch. Singularität. Uhuhu. Was Besseres findest du kaum. Alle sind einsame Tiere, die ihr Leben lang versuchen, weniger einsam zu sein. Das nenne ich Beute. Der Beutezug war jedenfalls ziemlich erfolgreich heute. Und wenn ich davon mal ein paar Sachen zerlege, anstatt jetzt alles zu verkaufen, dann dürfte ich auch eine ganze Menge Kohle kriegen. Also Material zum Ausbauen. So, der Reittier Pieper fehlt noch. So, den wird es aber frühestens beim nächsten Mal geben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Biomutant. Ciao, ciao.